Hier trumpfen normalerweise die Kapfenberg Bulls groß auf. Heute sind die Stars etwas kleiner und auch die Sportart ist eine andere. Beim Volksschul-Fußballcup der NMS Kapfenberg nehmen 5 Burschen- und 3 Mädchenmannschaften aus 5 Kapfenberger Volksschulen teil. Im Vordergrund steht der Spaß. Aber auch der sportliche Ehrgeiz kommt nicht zu kurz. Natürlich, bei sportlichen Events, so wie wir das veranstalten, gibt es was zu gewinnen. Die Kinder kriegen Pokale mit nach Hause, Urkunden als Erinnerung und natürlich schöne Erinnerungen. Und die Kleinen zeigen auch durchaus Talent. Die Kinder aus den 3. und 4. Klassen spielen mit großer Freude und Engagement. Und vielleicht wartet auf den einen oder die andere eine große Fußballkarriere. Insgesamt sind 26 Spieler und wie gesagt, bislang verletzungsfrei, große Freude, sehr viel Engagement und vielleicht finden wir im nächsten Messer der Ronaldo bei uns. Hier trumpfen normalerweise die Kapfenberg Bulls groß auf. Heute sind die Stars etwas kleiner und auch die Sportart ist eine andere. Beim Volksschul-Fußballcup der NMS Kapfenberg nehmen 5 Burschen- und 3 Mädchenmannschaften aus 5 Kapfenberger Volksschulen teil. Im Vordergrund steht der Spaß. Aber auch der sportliche Ehrgeiz kommt nicht zu kurz. Natürlich, bei sportlichen Events, so wie wir das veranstalten, gibt es was zu gewinnen. Die Kinder kriegen Pokale mit nach Hause, Urkunden als Erinnerung und natürlich schöne Erinnerungen. Und die Kleinen zeigen auch durchaus Talent. Die Kinder aus den 3. und 4. Klassen spielen mit großer Freude und Engagement. Und vielleicht wartet auf den einen oder die andere eine große Fußballkarriere. Insgesamt sind 26 Spieler und wie gesagt, bislang verletzungsfrei, große Freude, sehr viel Engagement und vielleicht finden wir im nächsten Messer der Ronaldo bei uns. Hier trumpfen normalerweise die Kapfenberg Bulls groß auf. Heute sind die Stars etwas kleiner und auch die Sportart ist eine andere. Beim Volksschul-Fußballcup der NMS Kapfenberg nehmen 5 Burschen- und 3 Mädchenmannschaften aus 5 Kapfenberger Volksschulen teil. Im Vordergrund steht der Spaß. Aber auch der sportliche Ehrgeiz kommt nicht zu kurz. Natürlich, bei sportlichen Events, so wie wir das veranstalten, gibt es was zu gewinnen. Die Kinder kriegen Pokale mit nach Hause, Urkunden als Erinnerung. Und natürlich schöne Erinnerungen. Und die Kleinen zeigen auch durchaus Talent. Die Kinder aus den 3. und 4. Klassen spielen mit großer Freude und Engagement. Und vielleicht wartet auf den einen oder die andere eine große Fußballkarriere. Insgesamt sind 26 Spieler und wie gesagt, bislang verletzungsfrei, große Freude, sehr viel Engagement und vielleicht finden wir im nächsten Messer der Ronaldo bei uns.